Hi! Willkommen in meinem Schlafzimmer. Tada! Ich freue mich ganz doll, dass euch mein Leben als Pornostar so interessiert, beziehungsweise die Hintergründe der Pornoindustrie, um es mal so zu nennen. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass es gar nicht so einfach ist, dass es zu einem Dreh kommt. Und jetzt wollte ich euch mal erzählen, wie es denn so ist, wenn es mal zu einem Dreh kommt, ne? Und zwar gibt es natürlich auch die Typen, die wirklich schnell kommen. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Besonders blöd für denjenigen. Also es ist halt so, man trifft sich, man spricht natürlich alles vorher ab. Man muss ja auch erstmal gucken, so, wie ist der Typ so drauf? Klar, ich lerne die ja so ein bisschen durchs Schreiben kennen, aber beim Schreiben sind viele viel offener. Halt ganz anders, als es dann von Angesicht zu Angesicht sind, ne? Weil manche sind halt tatsächlich sehr aufgeregt. Man bespricht halt alles, total entspannt. Es gibt natürlich einen Vertrag. Ich denke, das macht auch jede andere so. Also wer es nicht macht, ist schön blöd, weil man trifft sich, bespricht alles, unterzeichnet den Vertrag, der tritt natürlich die Rechte an mich ab. Jetzt kommt der hinterher, hatte ich tatsächlich schon mal, hatte ich mit einem zwei Clips gedreht. Der kam dann nach einem Jahr, kannst du den Clip mal löschen, ich habe jetzt eine Freundin. Hast du Pech gehabt, dass du einen Vertrag unterschreibst? Ist für mich halt blöd, weil wenn der Clip auf einer DVD ist, naja, was soll ich denn damit machen? Die vernichten? Naja, das... Also, wenn jetzt jemand tatsächlich will, dass ich das lösche, weil er kann ja natürlich seine Rechte geltend machen, aber dann muss er natürlich eine Zahlung leisten oder so, weil wenn ich jetzt eine DVD einstanzen muss deswegen, naja, wer bezahlt denn das? Und das hatte ich halt mit diesem einen Typen alles besprochen, so unterschrieben, okay, dann geht's los. Er war aber schon vorher auch total nervös und so, ja, so und so. So richtig, nichts passiert. Er dann schon das Gummi rausgeholt. Ich denke, was will er denn jetzt damit? Wo will er das jetzt drüber machen? Ne, so. Er macht es dann drüber. Ich denke, na gut, wird vielleicht schon, ne? Manche brauchen halt eine Weile und dann irgendwie rein. Na, mit dem Halbschleifen, naja. Wurde aber nicht besser. Im Gegenteil, das Ding wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Er zieht ihn raus. Das Gummi ist weg. Und ich denke, Alter, wo ist das Gummi? Fassen so an den... Oh nein. Da ist das Ding so klein geworden, dass das Gummi in mir stecken geblieben ist. Da habe ich gesagt, okay, gut, funktioniert halt nicht. Dann war der Clip halt so, ja, irgend so ein Loser bringt es nicht oder so. Ne? Ist dann halt blöd, aber was soll ich machen? Ne? Also ich habe ja auch Aufwand und einen Kameramann, der auch ein bisschen Geld kostet. Und man tritt halt die Rechte ab. Man muss sich halt vorher schon, ernsthaft Leute, überlegt euch doch mal vorher, was ihr macht. Also ihr könnt ja nicht hier loslegen und denkt, klappt schon. Ihr müsst doch wissen, was ihr könnt oder worauf ihr euch einlasst oder was eure Fähigkeiten sind. Ne? Es ist halt blöd, wenn ihr euch überschätzt. Ist dann blöd für euch. Und für mich auch ein bisschen, aber blöder für euch. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte ja von diesen 10-Sekunden-Leuten erzählen, ja. So, dann fährt man halt irgendwo hin oder der kommt halt irgendwo hin. Ich hatte auch schon Leute, die hatten eine ganz weite Anreise. Dann fängt man an, alles gut und dann kommt der schon fast beim Blasen oder steckt gerade rein und kommt. Naja, ist dann Pech für ihn, ne? Also, es ist halt ein 10-Sekunden-Loser-Film oder so. Also, es kommt halt vor, ne? Es ist halt so, wie es ist. Viele fragen ja, oh, warum sind deine Clips so kurz? Nur 5 Minuten? Naja, ich weiß ja nicht, wie lange so der Durchschnitt man braucht, um sich einen drauf zu pellen, ja? Aber es ist ja so, man guckt dir ja nicht, weil man am Ende die Hochzeit sehen will, sondern um... ne? Ihr wisst schon. Egal. Was wollte ich noch erzählen? Ich, habe auch tatsächlich schon Filme gedreht, die ich nicht verwenden kann, weil sie halt einfach nicht funktioniert haben. Jemanden geschrieben, war alles in Ordnung, getroffen zum Dreh. Der war auch sehr jung, der war 19, oder? Er meinte, er hatte noch nie so richtig Sex. Entweder hatte man Sex oder nicht, oder? Naja, irgendwie schon, aber naja. Also eigentlich wollte ich Outdoor mit ihm was drehen, aber das hat halt nicht... Da habe ich gleich gemerkt, okay, der Typ war halt total zurückhaltend. Ich wollte halt so einen Clip irgendwie, dass er irgendwas mit dem Auto Unfall oder tralala, Kratzer gemacht und hier beim Einpacken irgendwas. Und der konnte ja nichts sagen. Der war ja total nicht zu gebrauchen dafür. Okay, sage ich, okay, machen wir was anderes, treffen uns abends irgendwie und haben das dann im Hotel versucht. Dann geht's los und er stand auch wunderbar, hat alles, das hat funktioniert. Er ist dann so auf mir drauf und ich, oh yeah, tralala, ne? Und er. Und ich, oh ja, ja. Und er. Und ich denke so, alles klar? Hm. Also es war halt scheiße, weil wer guckt sich das denn an? Die Alte geht uns ab so nach dem Motto und der Typ... Dann habe ich gesagt, du, sorry, aber das wird hier nichts. Naja, und dann abgebrochen halt und dann konnte ich den Clip halt nie nehmen, weil was soll ich damit, ja? Ist halt blöd, also es passiert halt auch mal. Ist halt... Dann hatte ich auch mal einen getroffen, total entspannt, alles besprochen, Vertrag gemacht, tralala. Total gut drauf, der Typ, also wirklich angenehme Person, entspannt, netter Mensch. Und ich sage, alles klar, fangen wir an. Und er, pack mich, na Baby. Und ich sage, stopp, stopp, was ist denn mit dir los? Da lief die Kamera und der ist auf einmal total ein ganz anderer Mensch gewesen. Also er war total entspannt, sympathisch, tralala. Ich sage immer tralala heute. Total entspannt, alles gut. Und die Kamera läuft und denkt, pack mich an. Und ich...
was ist denn jetzt los? Ich sage, sei bitte ganz normal. Ne? Nicht hier so irgendwie so tun, nicht versuchen, wie lange geht denn das gut? Das macht er die ersten paar Minuten und dann ist er wieder er selbst. Das ist ja auch ein bisschen unglaubwürdig. Deswegen habe ich gesagt, er soll das lassen, weil ich habe mich auch echt erschrocken. Was ist denn jetzt los? Also, ne? Das finde ich ganz furchtbar, wenn dann jemand auf einmal ganz andere Sachen macht als vorher, so abgesprochen oder als er so drauf war. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Das fand ich ein bisschen unheimlich. Naja, so dann war er normal und dann war alles gut. War übrigens der 3-Stunden-Kandidat. Dann hatte ich noch einen, der war echt komisch, opfermäßig. Das war gruselig. Das war, glaube ich, in Bernburg oder Aschersleben oder da irgendwo, ne? Hingefahren. Der war auch echt vom Schreiben total in Ordnung und alles. Und dann kam ich da an mit meinem Kameramann und der war irgendwie komisch so, ne? Und ich habe es erst gar nicht gecheckt, dass er das ist, weil wir dann da rein ins Haus und dann standen wir da vor einer Haustür, wo es sein musste. Stand der Name dran, hätte der Namen gesagt. Und da ist da keiner, da steckt ein Schlüssel und da kommt einer von oben die Treppe runter. Ich dachte, irgendein Nachbar, weil er ist auch so komisch an mir vorbei. So ganz komisch war das. Dann habe ich erstmal gerafft, ach, das ist der Typ. Er hatte, glaube ich, einen Cap auf und auf dem Foto vorher nicht. Und deswegen habe ich es auch so, naja, dann waren wir in der Wohnung und dann, der war wie total komisch irgendwie. Also er war auf Drogen, eindeutig, ja. Und dann habe ich gesagt, oh, was hast du so gemacht jetzt? Und ja, ich habe gewartet, weil ich habe die Straße nicht gefunden, hat ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich irgendwie nochmal gesagt, ja, du bist irgendwie so komisch, hast du irgendwas genommen? Nein, ich bin gerade eine große Runde gelaufen. Hä? Ich denke, du hast gewartet. Na, das war irgendwie, da habe ich gesagt, du, tschüss. Dann bin ich gegangen, weil das, wenn jemand, der auf Drogen ist, ist, finde ich halt assig. Ja, so, Leiden, Pech und Pannen. Aber es gibt natürlich auch Drehs, ne? Sonst hätte ich ja keine Filme. Die funktionieren natürlich auch echt super. Ich habe deswegen auch 1-2 feste Drehpartner, weil es halt mit den Usern leider nicht so einfach ist, wie sich das jeder vorstellt, ja. Ich hoffe, das gefällt euch wieder. Lasst mir einen Daumen da, abonniert mich. Ich habe noch mehr zu erzählen. Also, bis bald. Ciao.